Aber bild dir nicht ein, dass wir dann quitt sind, Chakotay. Dein Leben gehört noch mir. Paris, Ende. Ich halte ihn erfasst, Sir, aber er fliegt zu nah ran. Ich hol dich jetzt raus, Chakotay. Noch nicht! Dein Schiff bricht auseinander. Halt dich bereit zum Beamen. Warte noch! Transporterraum 2, haben Sie ihn? Sie haben mich. Ja. Captain, ich kann das System, das uns nach Hause zu schicken vermag, aktivieren. Aber es sind dafür einige Stunden erforderlich. Es sei denn, Sie helfen uns. Ich wünschte, das könnte ich, aber ich habe nur noch wenig Zeit übrig. Aus diesem Grund habe ich ein Selbstzerstörungsprogramm aktiviert. Wenn Sie die Phalanx zerstören, werden wir nie wieder zurück nach Hause kommen. Die Feinde der Ocampas dürfen niemals die Kontrolle über diese Installation erlangen. In ein paar Minuten wird sie zerstört werden. Sie müssen gehen. Na los, gehen Sie! Fürsorger. Voyager, Bericht. Das Kazon-Schiff ist mit der Phalanx kollidiert, Captain. Sind Sie in Ordnung? Positiv. Bereithalten. Das Selbstzerstörungsprogramm wurde beschädigt. Jetzt wird diese Installation nicht zerstört werden. Aber dies muss geschehen. Ich darf nicht zulassen, dass die Kazon die Kontrolle darüber erlangen. Sie werden die Ocampa auslöschen. Soll ich das Programm, das uns nach Hause bringt, aktivieren? Und was passiert mit den Ocampa, wenn wir weg sind? Alles, was wir unternehmen, um die Ocampa zu schützen, wird das Gleichgewicht der Macht in diesem System beeinflussen. Wir müssen uns an die oberste Direktive halten. Wirklich? Wir haben uns nie einmischen wollen, Tuvok. Aber wir tun es. Wir tun es. Die Kazon setzen den Beschuss fort. Schilde halten! Mr. Tuvok, die Trikotwaldvorrichtung bereit machen. Aye, Captain. Einen Kanal zu den Kazon öffnen. Kanal offen. Ich warne Sie, Captain. Ich habe weitere Schiffe angefordert. Ich möchte Ihnen raten, Ihre Schiffe in eine sichere Entfernung zu fliegen. Wir werden in Kürze die Phalanx zerstören. Das können Sie nicht tun. Ich kann. Und ich werde es tun. Ende der Übertragung. Sie verstärken Ihr Feuer, Captain. Die Schilde halten. Fliegen Sie uns 400 Kilometer von der Phalanx weg, Mr. Paris. Ja, ma'am. Was haben Sie vor? Diese Phalanx ist unsere einzige Möglichkeit, zurück nach Hause zu gelangen. Mir ist bewusst, dass alle zu Hause ihre Familien haben, zu denen sie zurück möchten. Das will ich auch. Aber ich tausche nicht das Leben der Ocampa gegen unsere Bequemlichkeit ein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Frag dich nur, ob es einen anderen Weg gibt. Wieso kann sie diese lebenswichtige Entscheidung für uns alle treffen? Weil sie der Captain ist. Die Trikobalt-Vorrichtungen sind bereit. Wir sind in Position.